ehrlich gesagt nicht so ganz so viel. Ich war in den letzten 20 Jahren gar nicht da. Also ich bin mehr so der Frankfurter Buchmessen-Heinz. Und aber dieses Jahr wäre schon echt schick gewesen, da mal hinzufahren. Da hätte ich dann halt die Leute von DTV wieder getroffen und hätte ich schon klasse gefunden. Jedenfalls, ich komme rauf auf die Messe. Ich habe so in Erinnerung viel Glas, schöner Eingangsbereich. Und da stand ein Tisch in dieser Messehalle und auf diesem Tisch stand ein Mann. Der spielte Gitarre und dieser Mann heißt Christian Anders. Und für die Leute, die Christian Anders nicht kennen, die dann einfach auch zu jung sind, der Christian Anders war ein Schlagerfuzzi in den 70er Jahren und sein größter Hit, ich habe da mal was vorbereitet, ich schätze mal, sein einziger Hit war dieses Lied hier. Es fährt ein Zug nach nirgendwo mit mir allein als Passagier. Christian Anders. Knallverrückt der Typ. Ich habe extra bei Wikipedia nochmal nachgeguckt. Er gehört so tatsächlich zu diesen Verschwörungstheoretikern. Das ist wirklich abenteuerlich. Also wirklich nicht so alle Latten am Zaun. Beispielsweise behauptet er, dass Michelle Obama ein Mann sei. Okay, das dazu. Jedenfalls, der stand da rum, hat gesungen, aber keine Socke hat den überhaupt irgendwie beachtet. Das war echt Christian Anders. Christian Anders. okay. Nee, weiß nicht. Sven Regner vielleicht. So, aber der ist so sehr menschenscheu. Den muss man dann hinterher rennen, wenn man sich mit dem unterhalten will. Oder Michelle Obama. Ja, ich glaube, ich würde Michelle Obama gerne treffen. Und warum? Zum Quatschen, natürlich.